Wie du besser mit Ablehnung umgehen kannst. Ablehnung kann im beruflichen, aber auch im privaten unfassbar starke Auswirkungen auf dein Selbstwertgefühl haben. Und das tut weh. Oder wenn deine Partnerin, dein Partner dich abweist durch Worte, die sie entweder nicht so meinen oder und mit Handlungen, die du als sehr unangenehm empfindest. Willkommen in meiner Serie mit der Episode Nummer 1, wie man mit Konflikten besser kommunikativ umgehen kann. Wenn du mehr davon haben möchtest, speichere dieses Video ab und folg mir. Erster Ansatz. Versuche die Ablehnung nicht als persönliches Versagen anzunehmen, sondern als Teil des Prozesses. Jede Erfahrung kann wertvolle Einsichten geben für deine zukünftigen Entscheidungen. Wenn du temporär nur diesen Moment siehst, wirst du ständig in die Falle reintappen, kurzfristige Entscheidungen zu treffen, um anderen Menschen ebenfalls das Gefühl zu geben, abgelehnt zu werden. Das willst du gar nicht. Unser Gehirn hat hierbei noch nicht ganz sich entwickelt, obwohl wir schon ziemlich intelligente Kreaturen sind auf dieser Erde. Trotzdem versuchen wir, unsere Unsicherheiten zu vermeiden und Sicherheiten zu bewahren, statt welche aufzubauen. Hier ein Beispielsatz. Auch wenn das, was du gerade gesagt hast, wehtut, bin ich immer offen für neue Gedanken. Ich bin mir sicher, wir finden hierbei eine gemeinsame Lösung. Du darfst dich natürlich auch im Selbstwertgefühl üben. Wie meine ich das? Du darfst während diesem Prozess freundlich zu dir bleiben, weil du bist die einzige Person, die du dein restliches Leben immer bei dir haben möchtest und haben wirst. Mit anderen Worten, sprich auch mit wohlgesonnenen Worten zu dir, statt dich abzulehnen, statt dich weiter in diesem Teufelskreis zu reduzieren. Vielleicht meinen das deine Mitmenschen gar nicht böse. Das solltest du immer bedenken. Sage sowas wie, es ist okay, sich jetzt enttäuscht zu fühlen. Morgen sieht es wieder anders aus. Jeder erlebt Rückschläge, aber nicht alle können daraus die beste Erfahrung herausziehen und wachsen. Die Person will ich sein. Und suche die Unterstützung. Wenn du diese Ablehnung in dem Moment nicht rauslassen möchtest bei der Person, die dich abgelehnt hat, oder und der Umstand, der dich abgelehnt hat, beruflich oder privat. Suche dir deine Mitmenschen, die dir gerne zuhören. Sage ihnen aktiv, ich möchte etwas mir von der Seele reden und ich bin mir sicher, du kannst mir dabei helfen. Wenn ich es einmal getan habe, geht es mir danach besser. Hast du 2 Minuten. Du weißt, wer das hören möchte. Schick's gerne weiter und folg mir für mehr Kommunikationstechniken.